Regelmäßig werden Umfragen durchgeführt, wie wohl die Menschen zu bestimmten Königshäusern stehen. Diesmal müssen aber vor allem König Willem Alexander und Königin Maxima schwer schlucken. Wie Het Financiële Dagblad schreibt, hat das Marktforschungsunternehmen TNS Nipo die Niederländer gefragt, ob die Erbmonarchie heute noch relevant sei. Ganze 57% der Befragten antworteten darauf mit Nein. Ein besonders schwerer Schlag für das Königspaar. Schließlich waren die Niederländer vor Jahren noch zufriedener mit König Willem Alexander. 2013 hatten noch etwa 80% Vertrauen in ihn. Heute sind es lediglich 47%, der niedrigste Wert bisher. Doch woran liegt das? Laut Het Financiële Dagblad ist vor allem sein Verhalten in der Corona-Pandemie ein Ausschlaggeber. Damals reisten Willem Alexander, Maxima und die Kinder trotz Ausnahmezustand in den Urlaub. Es folgte ein Shitstorm und eine öffentliche Entschuldigung. Auch sonst reist der Monarch gerne, was ihm schon den Spitznamen Urlaubskönig einbrachte. Ob die niederländische Königsfamilie diese krassen Umfragewerte wieder aufpolieren kann, bleibt abzuwarten.